Servus alle miteinander und willkommen zu einem weiteren Video auf Hubam TV. Ja, heute gibt es den ersten Mod, nämlich meine Miltec-Abgasanlage ist angekommen. Im Zuge dessen wechseln wir auch endlich wieder auf Sommerreifen, weil ja, also der österreichische Winter hat sich noch 3-4 Mal gemeldet, bevor jetzt endlich der Frühling gekommen ist. Wobei es die Woche wieder kalt ist, was will man machen. Jedenfalls, das ist die Serienanlage und ja, die wird jetzt ausgetauscht gegen eine Miltec. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, die Resonated Version, also mit Mittelschalldämpfer. Weil mir war wichtig, dass ich jetzt gewartet habe, bis die ersten legalen Anlagen gekommen ist, weil der Jahresjahr mein Daily ist. Und in dem Fall hat der Mittelschalldämpfer und der Endschalldämpfer eine E-Nummer. Und was mir wichtig war, das war zwar ein teurer Aufpreis, aber die Burnt Titanium Endrohre. Leider hat ein Endrohr eine Macke, könnt ihr hier vielleicht sehen. Aber die von Miltec, also man muss echt sagen, Preis-Leistung ist super. Und der Support auch, also die haben, gestern ist meine Anlage gekommen. Da habe ich Fotos geschickt mit dem Schaden. Und ich glaube, heute ist schon das neue Endrohr unterwegs, das sollte dann morgen da sein, da habe ich quasi eins Reserve. Ja, wir hören uns dann an, wie er Serien klingt nochmal und dann am Ende, wie er mit der neuen Anlage klingt. Und ja, was zum Beispiel Schweißnähte und sowas angeht, muss man dazu sagen, das sind keine Japaner, ist halt nicht das gleiche in England, aber Preis-Leistung sind die echt super. Also die Anlagen sind ganz okay im Preis und soundtechnisch meistens maximal, was halt legal drin geht. Und ja, lauter geht es immer, aber wenn man Daily fährt, ist das glaube ich nicht so wichtig. Ansonsten sieht man vielleicht deutlich flacher als jetzt das Riesending hier. Und original waren das 70 mm und die Miltec ist eine 3 Zoll, also 76 mm im Durchmesser. Ich würde sagen, ich melde mich nochmal, wenn die Anlage dann drunter ist. Also die Endrohre sind eingestellt und ich glaube, ihr könnt es sehen, das sieht richtig geil aus, auch mit dem Durchmesser. Ich glaube, das sind 115 mm oder so und das schaut ganz gut aus, auch hier mit dem Miltec auf dem Endschalldämpfer drauf. Und wir lassen jetzt runter, zeigen ihn dann, aber natürlich, er ist kalt und er ist auch nicht eingefahren. Also ich glaube, der richtige Sound kommt erst nach 1000 km plus minus. Und da mache ich noch ein Video mit nur Sound, kein Vlog, wo dann nochmal quasi der eingefahrene Sound richtig zur Geltung kommt. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen und bis zum nächsten Mal. Schon um einiges lauter, ne?